So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Idee von gestern verpuffte ja, da die asiatischen Märkte selber hochgekauft worden sind und auch noch dadurch natürlich die Futures und die Rohstoffe. Wenn man hier ja, den Silberchart jetzt sieht, das ist ja wirklich eine Rallye sondersgleichen, die ja, die erinnert einem dann an 2010, wo es dann auch hier ja, ab einem gewissen Level nur noch eine Richtung kannte. Im Wochenchart ist er jetzt auch über dem Rainbow ausgebrochen, der sonst, ja, zuletzt war das der Fall 2013. Noch ein Hoch liegt jetzt dann hier, oder jeweils die Hochs, dann bei rund 18 und bei 18,50. Also ich schätze jetzt mal wirklich, die treiben das Edelmetall noch bis 18,50 hoch. Aber mittelfristig dürfte das auch nicht unbedingt ein Widerstand sein, dass eben Silber danach wieder nach unten abknickt. Bei Gold, ja, Gold hat mehr zu kämpfen, hat hier noch kein neues Verlaufshoch erreicht und ja, hier liegt man komfortabel im Plus und ja, im Prinzip sollte oder kann man den Stopp auch nach dem Aufwärtstrend hier richten, also ein Tagesschlusskurs unter dieser Linie, was jetzt hier gleich bedeutend wäre unter dem Kauflimit. Wäre definitiv negativ. Aber da das Edelmetall auch relativ volatil ist, lasse ich einfach den Stopp hier unten. Das Risiko lasse ich noch und ja, sonst wartet man hier eben auch noch auf einen Ausbruch. Zum DAX. Der konnte hier ja leider oder auch zum Glück gleich sehr positiv eröffnen. Da war die Geschichte dann eben erstmal erledigt mit Short-Positionen. Ich habe ja vorher einen neuen Nasdaq-Short gemacht, deswegen, wenn dann irgendwas prozyklisches, antizyklisches, ist hier in der Rallye-Bewegung wirklich sehr gefährlich. Allerdings, ja gut, im DAX werde ich nachher nochmal was online stellen, da habe ich noch. Hatte ich zwar eine Idee, aber noch nicht ganz ausgearbeitet. Gut. Hier war es eben im 15-Minuten-Chart. Das sieht man, wie hier einmal schön am EMA 38 abgeprallt ist, hier nicht ganz erreicht. Und wenn hier der Xetra DAX unter diese Linie fallen sollte, könnte man hier einen spekulativen Short eingehen. Schon auch beim Unterschreiten, sage ich mal, des letzten Tiefs bei 10.424 rund, also unter dem Tag oder 23, ja, das Tagestief lag 23.14, könnte hier ja, Gewinnmitnahmen, Verkaufsdruck auftauchen und den ja, Richtung Wochenwiderstand wieder drücken. Also das wäre auch eine Idee, aber alles, was jetzt hier ja, antizyklisch bzw. eben Shorts vorgestellt werden, sollte man nur in Betracht ziehen, falls man eben auch hier die ganzen DAX Longs im Depot hat. Das ist einfach dann ein kleiner Hedge, wäre dann hier vorgesehen, denn hier Telekom drückt ein bisschen eben den DAX und die Bayer, die hat ja hier einen Widerstand erreicht. Das sind jetzt hier zwei, die den DAX ein bisschen nach unten halten noch. Eine Volkswagen, wenn man die sieht, die hat ja wieder ja, eventuell eine Einigung oder ein Gerücht ist da, dass die sich geeinigt haben wegen dem Streit. Lief ja schon gestern enorm hoch und heute auch nochmal 6%. Das stützt natürlich den DAX. So, dann kommen wir noch zu den anderen Setups, zu den Forex-Setups.
Hier liegt man im Plus, kommt aber diese Woche nicht in die Puschen. Kann man das wegklicken hier. Euro gegenüber Pfund ist ja aktiviert worden. Das erste Kursziel, ich habe jetzt hier wieder den ursprünglichen Chart offen, war ja hier bei 0,7850. Womöglich, dass es hier schon eben dreht, und das andere Kursziel war eben hier am unteren Rand des Rainbow-Indikators. Also im Plus liegt man. Den Stopp war ja eh schon hier nach unten gesetzt, auf diese Marke. Und theoretisch wäre schon ein Ausbruch über dem Rainbow hier, also auf Tagesbasis sowieso negativ. Aber ja, kann jeder entscheiden, wo er will. Entweder hier auf dem Hoch oder hier. Ist beides relativ sinnvoll. Dann haben wir noch ein Setup, was aber noch nicht ausgeführt worden ist, war das Pfund gegen US-Dollar. Blieb er unter dieser Marke und ist im Dreieck sozusagen geblieben, also kein Ausbruch auf Tagesbasis. Ja, mit dem nächsten Schwung drüber kann man auch direkt einsteigen, muss, denke ich mal, nicht den Tagesschluss wieder abwarten. Allerdings, ja, hier 1, 2, 3. Dreimal direkt hier abgeprallt, beim vierten Mal ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eben dann direkt durchgeht. Zu den MDAX-Setups, Hypoport, ja, Lethargie noch, kein Ausbruch. Gerresheimer kam jetzt auch nicht groß hinweg, also da, wer da eingestiegen ist, Stopp auf Einstand und mehr oder weniger nicht mehr danach schauen. Wenn es ausgestoppt ist, ist es weg. Ist nicht mehr ganz so prickelndes Setup. Sollte er direkt durchstarten. Und Zalando erstmal auch eher uninteressant. Ja. Zahlen veröffentlicht, das ist negativ, die würden wieder leicht gekauft. Hier ist trotzdem noch ein Gap da. Finde ich jetzt, ja. Aber solange er sich eben über der 28-Euro-Marke hält und dann noch ein Ausbruch erfolgt, wäre es bullish, fällt es hier drunter, also verletzt er das davor, kann man das Setup eigentlich eher in die Tonne kippen. K&S steigt gleich an, das passt, und noch die Dürr, ja, hat schon 72 erreicht, allerdings dann schauen wir mal hier noch, ja, ne, Gap Close war noch nicht. Aber hier ist es auch mittelfristig, ist natürlich jetzt ein Ausbruch erfolgt. Und sollte, solange der Kurs über 64 Euro sich der Kurs halten kann, sollte es doch eher nach oben gehen als nach unten. Das war's. Neues gibt's erst dann in ein paar Stunden. Danke fürs Zuhören. Bis später.